Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist mal wieder eine Apple-Kauftrend-Serie, beziehungsweise eine Folge aus der Serie. Wir haben immer noch das vierte Quartal 2012. Es ist die zweite Ausgabe dieses Quartals, denn ja, wir hatten noch eine Keynote und nach der Keynote habe ich mir gedacht, komm, warum eigentlich nicht? Und daher kommt jetzt nochmal eine Apple-Kauftrend-Serie, beziehungsweise eine Folge. Und ja, viel Spaß dabei. So, wir fangen auch direkt nach dem Intro an, und zwar mit den Laptop Macs und dort mit dem MacBook Pro Retina 15 Zoll. Das ist schon etwas älter, wurde das letzte Mal im Juni, am 11. Juni geupdatet auf der WWDC. Und ja, daher kaufen. So, wir haben noch ein zweites MacBook Pro Retina bekommen. Und zwar das MacBook Pro Retina 13 Zoll. Das wurde am 23. Oktober vorgestellt. Tja, daher natürlich eine klare Kaufempfehlung von uns hier. Das nächste ist das ganz normale, stinknormale MacBook Pro. Das letzte Update war im Juni, Entschuldigung, 2011, am 11. 2012, am 11. so ist es richtig rum auf der WWDC und daher ein neutral. Weil es gibt ja schon die neuen, also die Retina. Und dann haben wir noch das leichte, dünne MacBook Air. Das wurde im Rahmen der WWDC auch geupdatet am 11. Juni und daher ein neutral. Kommen wir zu den Desktop-Macs, denn die wurden vollständig, fast vollständig geupdatet auf der Keynote am 23. Oktober und wir fangen an mit dem iMac. Genau. So, am 23. Oktober, habe ich ja schon gesagt, wurde das Ganze geupdatet. Sehr nice meiner Meinung nach, aber auch relativ teuer. Und daher natürlich eine klare Kaufempfehlung. Wir machen weiter mit den Desktop-Macs und kommen zum Mac Mini. So, am letzten, ja, genau, so, genau. Am 23. Oktober war das Update und daher eine klare Kaufempfehlung an jeden, der einen Mac Mini braucht. So, dann kommen wir zum iPad. Und zwar nicht irgendeinem iPad, sondern dem iPad 4. Ja, das wurde überraschenderweise auch vorgestellt am 23. Oktober mit Lightning und so weiter. Neuen Prozessor und daher natürlich auch eine klare Kaufempfehlung an jeden. Und der Brüller des Abends war dann schließlich dieses Ding, und zwar das iPad Mini. Wir haben alle drauf gehofft und ja, es ist gekommen, das iPad Mini. Am 23. Oktober war der Release und ihr könnt es euch fast glauben, nicht kaufen. Nein, Spaß, kaufen. Klare Kaufempfehlung von uns hier, von der Redaktion. So, und das Smartphone unter den Apple-Geräten. Und zwar das iPhone 5. Das ist schon etwas länger her, am 12. September wurde das Ganze geupdatet. Aber es ist noch kein Update in Sicht, daher kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Hier, lose umsonst oder so. Wie wäre das nochmal? Keine Ahnung. So. Schreibt es in die Kommentare. Wir fangen mal, wir geben wieder, wir machen weiter mit den iPods. Und zwar dem iPod Shuffle. Ja. Dieser wurde auch auf der iPhone Keynote am 12. September vorgestellt, beziehungsweise geupdatet und daher auch eine klare Kaufempfehlung an jeden, der einen iPod Shuffle braucht. Und dieses Ding wurde auch vorgestellt. Steve Jobs würde sich im Grab dreimal umdrehen und fünfmal erschießen, wenn er dieses Ding sehen würde, und zwar der iPod Nano. Der wurde genau am 12. September vorgestellt. Sogar geupdatet und daher eine klare Kaufempfehlung an jeden, der einen iPod Nano braucht. Beziehungsweise ich würde für die letzte Generation, ich würde mir einen der letzten Generation kaufen, weil der ziemlich hässlich ist und man einen der letzten Generation als Uhr tragen kann, wie ich es tue. So, wir machen weiter mit den iPods und kommen zum iPod Touch. So, der wurde
Ja, genau, richtig. Auch am 12. September vorgestellt. Welch ein Wunder. 12. Oktober. Nee, 12. September. Da habe ich mich verschrieben. 12. September natürlich. Und daher auch eine klare Kaufempfehlung. Entschuldigung. 12. September wird das Ganze vorgestellt, ja. Und wir machen weiter mit dem Apfel-TV. Ja, das war im März das Update, schon etwas her. Und ja, daher all neutral von uns. Und was natürlich in einer Apple-Kauftrend-Serie bzw. Folge nicht fehlen darf, ist die Software und damit Mountain Lion. Mountain Lion haben wir hier. Der Release war am 25. Juli und daher auch eine klare Kaufempfehlung mit, ich glaube, 16 € oder so, relativ günstig für ein Betriebssystem. Und ja, es kommt nichts mehr. Es kommt nämlich nur noch das Apple-Logo und die nächste Folge voraussichtlich im Frühjahr 2013. Genau, so, ich würde sagen, das war's zu diesem Video. Hat es euch gefallen, dann gebt dem Video einen Daumen hoch, um keine weiteren Apple-Kauftrend-Folgen zu verpassen. Abonniert den Kanal da oben. Oder auch sonstige Videos. Bei 200 Abonnenten gibt es ein fettes Giveaway. Freut euch drauf und abonniert fleißig den Kanal. So, das war's zu diesem Video, zu dieser Apple-Kauftrend-Folge. Ich würde sagen, das war's. Ciao, haut rein.